seit 2008 mit drei Themenfeldern. Eins, das wichtigste Thema bei uns ist eigentlich die Unterstützung und Begleitung von M&A-Prozessen. In dem Zusammenhang kommen immer wieder Finanzierungsthemen aufs Tapet. Das ist dann der zweite Bereich. Und der dritte Bereich ist, wir gehen auch teilweise aktiv in die Sanierung und Restrukturierung von Unternehmen. Wir werden häufig da reingerufen, weil es halt irgendwo im Kaufmännischen, sprich auch auf der Finanzseite, klemmt. Also von daher, aus der praktischen Tätigkeit kommen wir immer wieder auch auf die Themen alternative Finanzierungen. Was ich mit Ihnen jetzt, wie gesagt, in einem Sprint vielleicht nochmal ganz kurz durchgehen möchte, nochmal in Erinnerung rufen, was soll eigentlich die Unternehmensfinanzierung, wie ist die aktuelle Situation gerade im Mittelstand auf der Finanzierungsseite, wie wirken die verschiedenen Krisen, gerade die Finanzmarktkrisen und die daraus resultierenden Veränderungen noch nach und was gibt es hier für alternative Finanzierungsformen, die ich mal dreigeteilt habe. Einmal, wenn man sich die Bilanz anschaut, was wirkt aufs Eigenkapital, was wirkt aufs Fremdkapital. Und das Dritte ist dann, was geht vielleicht gar nicht in die Bilanzierung rein, sondern was kann man auch machen, wie zum Beispiel hier auch die Unternehmensunterstützungskasse, was kann man auch gegebenenfalls rausholen. Ja, und am Schluss auch vielleicht aus meiner Erfahrung, die ich in der Praxis zuletzt gesammelt habe in verschiedenen Projekten, was kann man im Bereich der Finanzmanagement denn noch tun oder den Mittelständlern empfehlen. Ja. Primäre Aufgabe des Finanzmanagements ist es, die Liquidität sicherzustellen. Das heißt also, das Unternehmen mit dem notwendigen Kapital so auszustatten, dass es zum einen sein Anlagevermögen finanzieren kann und den laufenden Geschäftsbetrieb, der sich im Umlaufvermögen niederschlägt, auch zu finanzieren. Das Ganze kann nur funktionieren, wenn das Finanzmanagement konsequent eine Planung, eine Steuerung und eine Überwachung oder Kontrolle durchführt und sich dann auch an den primären Zielen, die eben schon mal kurz angesprochen waren, orientiert. Das erste ist, die Liquidität muss ständig gesichert sein. Zweitens, die Finanzierungskosten sollten auch optimiert oder minimiert werden. Und gerade im Mittelstand ein wesentliches Thema, die Unabhängigkeit des Unternehmers. Im Mittelstand sprechen wir häufig von inhabergeführten oder von Familienunternehmen. Die Unabhängigkeit und auch die Flexibilität, die sollte nach Möglichkeit gewährleistet sein. Ja, und warum das Ganze? Wenn es irgendwo klemmt oder diese Führungsfunktion Finanzmanagement defizitär oder nachlässig ausgeführt wird, dann droht die Existenzgefahr, das heißt also auch das Aus. Deswegen unsere Predigt ist immer, Finanzmanagement muss Chefsache sein, das kann ich nicht delegieren und mich dann nur auf fremde Kräfte verlassen. Wenn man sich mal anschaut, wie die Finanzierungssituation im Mittelstand ist, ich gehe jetzt mal auf die mittelständischen Unternehmen nach KMU-Definition, sprich also mal Umsatz zwischen 1 Million und 50 Millionen, das ist auch meist der Bereich bis zu, ja, ich sag mal, vielleicht 250 Mitarbeitern, doch dominieren nach wie vor zwei Formen. Unternehmen im Mittelstand finanzieren sich überwiegend durch die Einbehaltung von Gewinnen, obwohl Eigenkapital steuerlich diskriminiert, also stärker belastet ist. Und zum Zweiten durch die Inanspruchnahme von Bankdarlehen. Also die Bankkreditfinanzierung dominiert nach wie vor. Wir haben ein gut funktionierendes deutsches Bankensystem. Ich kann das aus meinen Erfahrungen im Ausland bestätigen. In anderen Ländern sieht das nicht ganz so gut aus. Das hat jetzt für den Mittelstand die Folge gehabt, man hat eine recht komfortable Finanzierungssituation gehabt. Das Geld von den Banken in der Vergangenheit war, muss man sagen, effektiv sehr kostengünstig. Es stand auch in aller Regel relativ problemlos und auch reichlich zur Verfügung. Und daraus resultiert auch, dass im Mittelstand der Anteil der Bankverbindlichkeiten am Gesamtkapital erheblich höher war als zum Beispiel, was ich gesehen habe, im Ausland.